So, die Damen und Herren des Hundesportvereins haben ihre Schulung beendet. Damit kann ich jetzt nach dem Fitnesscenter eine zweite Runde drehen. Heute Morgen war sie ja recht kurz, die Runde, eine Stunde. Aber dafür gab es doch richtig gute Funde, oder es reimt sich sogar. Schauen wir mal, was jetzt die nächsten zweieinhalb Stunden bringen. Ich bin gespannt. Ja, und da haben wir schon unser erstes Signal. Echt kratziges 50-54 Signal. Ein recht kratziges 54-50er. Ich bin gespannt, ob wir die zweite Runde heute genauso erfolgreich abschließen wie die erste. Könnte die obligatorische Nasche sein, aber ist es nicht. Es ist als erster Fund Silberpapier. Na danke auch. Ein gräußliches Signal. Springt, kratzt. Das nächste Mal direkt bei 80-90. Ich sage Silberpapier. Silberpapier oder eine ganz dreckige verkorkte Münze. Aber ich glaube, ich habe schon was Höheres, was Größeres entdeckt. Das war erstmal nur ein Stein. Noch ein Stein. Unser Ziel ist ein kleines Stück daneben. Ich bin gespannt. Ja, und es ist, tja, sieht aus wie ein alter Bolzen, Nietbolzen, richtiger alter Nietbolzen, oben der Kopf, tja, ganz schön groß, ganz schön schwer, der zweite Fund, tja, was toll ist es bis jetzt nicht, aber wir haben was gefunden. Das ist von allen Seiten hier. Dann auch noch angeblich 15 cm tief. Und hoffen, oh Gott, das ist hart. Hier ist es hart, sonst ist es immer so weich. Und hoffen wir mal, dass das jetzt hier bei diesem komischen Signal was Cooles ist. Schon was gesehen. Ich drehe durch. Mein erstes richtiges Nazi-Abzeichen. Ah, ich habe ja schon vom Zweiten Weltkrieg was gefunden, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich drehe durch. Es ist geil. Guck da. Das erste geile Abzeichen von den Nazis. Jetzt nicht, dass ich. Ja, man darf sagen, ja, da der Freuzio Nazi-Abzeichen. Nein, nicht wegen. Ach, was erzähle ich hier?
wird sowieso alles wieder klein geredet, breit getratscht. Nein, aber ich habe sowas noch nicht gefunden. Und sonst sieht man ja immer überall Berichte von Leuten, oh, die sowas finden. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber der Zustand sieht so geil aus. Da ist nichts abgerastet, abgeplatzt, abgerissen, ingerissen. Hier hinten muss was dran gewesen sein. Entweder eine Spange oder ein Clip. Ich muss mal mit ein bisschen Spucke. Ja, doch, ein bisschen von der Farbe ist angegangen. Ja, ist ja klar. Aber das sieht ja schon fast aus wie eine Maille. Kann das eine Maille sein? Kann das eine Maille sein? Alter, ich dreh durch. Das ist der geilste Fund, den ich bis jetzt habe. Wie gesagt, einfach vom Finden her, wie gesagt, ich werde heute Abend googeln, was das ist, von wem das ist, wer das verliehen, getragen hat, was auch immer. Und dann fliegt das bei mir sowieso in die Schublade und dann habe ich dafür keine Verwendung mehr, weil ich bin, wie gesagt, Jäger, Finder, Googler, aber kein Sammler. Ja, das ist so geil, oh, ich dreh durch. Super. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt haben wir hier mal wieder ein tolles. Sauber, klar, 81, 82, nicht springend. Auf 10 cm. Das muss jetzt was Schönes sein. 80, 82, nicht springend. Und dann so schön klar. Das ist was Cooles. Das ist was Cooles. Zumindest ist es noch nicht draußen. Oh, doch. Doch, es ist draußen. Es ist draußen. Ah, ich hab's. Es ist, es ist in der Tat eine Münze, eine 10 Pfennig DDR-Münze. Schön, da freue ich mich. Aber auch nur springend von 80 bis 84, also recht konstant. 80, 84 recht konstant. 10 cm tief. Hat sich eigentlich fast so angehört wie eben das Signal. Ah, hier haben wir es doch schon. Das ging aber super schnell. Und es ist 2 oder 1 Mark. Ist eine Mark DDR. Cool, das freut mich. Es ist noch drin. Es ist noch drin. Jetzt ist es draußen. Na toll. Dann dachtest du sonst was, was du rausholst. Und da ist das wieder. Ups. Ein großes Stück Metall. Naja. Oh. Wir haben es. Das darf doch nicht wahr sein. Da buddel ich jetzt hier mich fast bis zur Ölgrenze durch. Und dann ist es wieder bloß so ein Splitter. So ein Metallteil. Naja gut. Doch, gleich daneben das nächste Signal. Hier recht knorksig, war doch eben viel schöner. Achtundfünfzig fünfundsechzig, jetzt doch nicht mehr so schön, wie ich eben dachte, aber 58,65 war ja normal immer Aluminium,
Also Lasche oder Münze. Okay, ist noch drin. Lasche oder, ja, das sind die Schuhe. Ich habe wieder die Arbeitsschutzschuhe an. Die machen sich ja besonders gut beim Sondeln. Okay. Alter, das ist schon wieder so ein Schlackestein, ohne Witz. Das ist, der ist, da wiegt der Pinpointer mehr als das Ding. Wie kann denn irgendwas, was so leicht ist, so groß und so leicht ist, elektrisch sein? Bin ich jetzt blöde? Das kann ja bloß ein Schlackestein sein. Bedenkt, man hat ein Stückchen Holzkohle in der Hand. Kurios. Ein schönes, starkes, klares Signal. 76, 78 überhaupt nicht springt. 76, 78. Das ist schön. Da bin ich mir doch sicher, dass das wieder was Gescheites ist. Regenwürmer gibt es hier schön viele und große. So, wir haben schon draußen. Nein, ein blauer Flaschendeckel. So, na, ich habe bei der zweiten Runde jetzt auch den obligatorischen Flaschendeckel. Jetzt gleich richtig los. 50 cm neben dem Flaschendeckel, dem Schnappflaschendeckel, ach, 50, ja, kommt hin. Ein Signal springt zwischen 70 und 90. Das könnte jetzt das Wechselgeld von der Schnapsflasche sein. Das Wechselgeld von der Schnapsflasche. Na? Es ist noch nicht draußen. Es ist noch nicht draußen. Es macht aber auch keine Anzeichen, hier drinnen irgendwo zu müpeln. Sollte doch gar nicht so tief sein. Sollte doch gar nicht so tief sein. Na, schauen wir mal. Tut er. Ah. Wir haben das Objekt der Begierde geortet. Was mag es wohl sein? Es ist eine Münze. Nee, ist keine Münze. Es ist ein Ring. Ist ein Ring. Ja, ist gut. Es ist ein Ring. Und ich bin mir relativ sicher, dass es ein Silberring ist. Schön. Das ist ein Silberring. Definitiv ein Silberring. Cool, freue ich mich. Ein Nagel, ein krummer Nagel. Und wir haben eine weitere Münze. Wieder eine DDR-Münze.
wieder ein DDR-Pfennig. Schön hinten mit Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Okay. So, wir haben mittlerweile ganz neue Geschütze, die wir auffahren. Wir haben jetzt nicht mehr bloß noch Laschen oder Dosen. Wir haben jetzt schon Laschen an Dosen. Auch nicht schlecht. Das zeigt in der Tat noch mehrere Punkte an. Ich sollte so eine hässlich kratzigen Geräusche. Ah, gut. Ich sage doch, ich sollte so eine hässlich kratzigen Geräusche einfach auch nicht mehr ausbuddeln. Ja. Dann finde ich nämlich sowas hier. Und das sieht für mich aus. Oh, ich habe so eine Klette dran. Das darf doch nicht wahr sein. Das sieht für mich aus wie so ein Teil hier. Wenn du die Filme siehst mit dem Psychiater. Was sehen Sie hier? Tja, toll. Dafür habe ich jetzt wieder einen Krater gebuddelt hier bis nach China durch. Na okay. Toll, ich hatte die Kamera vergessen auf Film zu stellen. Ein weiterer Fund. Und diesmal ist es eine ältere Münze. Diesmal ist es ein Rentenpfennig. So, ich hoffe, man sieht auf dem Rest vom Video, bevor die Kamera ausgeschalten hat. Mist. Nee, kann ja gar nicht. Ah, zum Kotzen. Da habe ich endlich mal so einen kleinen Fund gemacht. Und dann habe ich die Kamera nicht richtig eingestellt. Ich depp. Ein Rentenpfennig. Schön. Wir haben jetzt ein ganz klares Signal. Bleibt bei 85. Bleibt bei 85 und ist nicht tief. 85 und nicht allzu tief. Ich ahne Schlimmes. Lass es nicht das sein. Ah, es ist es aber. Na toll. Ein Stückchen Aluminium. Und wenn man mich fragen würde jetzt, hätte ich gesagt, das ist ein Stück von einer DDR-Antenne. Na klasse. Damit läuten wir die letzte Querung des Tages ein. 60er, 61er Signal. 60er, 61er, aber bloß 5 cm tief. So, der erste Fund der letzten Querung. Der erste Fund der letzten Querung ist ein. Oh, das hatten wir heute schon mal. Ist eine Dose samt Lasche. Auch nicht schlecht. Das heißt, ein Pfund, also ein Pfund, die Part, beide Sachen. Dann spare ich mir einmal Kram sozusagen. Na gut. So. Der zweite Fund der letzten Querung ist wieder ein Stückchen Metall. Die Hosentasche ist schon voll. Die Hose rutscht schon. Na gut. Es ist eine Münze. Eine total vergammelte, verrottete Münze. Verrostet hoch 10. Würde ich nur sagen, irgendein ja, Eurocent könnten 5, 60 cm weiter, das nächste Signal. Ein schönes
84er Signal. Zeigt aber auf 15 cm an. Boah. Ja, da haben wir es doch. Eine weitere DDR-Münze. Eine weitere DDR-Münze. 5 Pfennig. Ich gucke trotzdem nochmal unten rein. Nein, es war nur die DDR-Münze. So, eine nette nachmittägige Sonnenrunde geht zu Ende. Tja, und dann schauen wir mal, was die Runde so gebracht hat. Die war doch sehr ergiebig. Ist wieder ein guter Mix. Verhältnis Schrott zu den guten Funden. Ganz besonders freue ich mich natürlich über das Abzeichen. Dann muss ich rausfinden, ob das ein echter Silberring ist. Ja, hier würde mich noch interessieren, was das für Münzen sind. Ich gehe davon aus, 5 Cent, 1 Cent Euro-Münze. Ja, und dann natürlich hier dieser schöne 10 Pfennig, 10 Reichspfennig, schöne 10 Reichspfennig Münze. Das ist toll. Gerade erst hat man noch drüber gesprochen, auch im Fitnesscenter, ob es hier irgendwelche Sachen aus dem Richtung Zweiten Weltkrieg gibt. Jetzt ist der hier noch davor und dieses Abzeichen werde ich jetzt noch googeln, wer das getragen hat. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendeine Anstecknadel gewesen ist von der NSDAP. Ja, schöne Sache, rund, gefällt mir, hat Spaß gemacht.